Was geht, Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 2. Ja, wir sind hier immer noch im Toluca Prison. Aber wir sind auch fast draußen. Im letzten Part haben wir dann dieses Rätsel hier noch gelöst und können jetzt endlich weiter. Nicht. Boah, das sieht aber nett aus hier. Dem ganz rot. Hey, I didn't mean anything. Don't
understand? You've been laughing at me all along, haven't you? Ever since we first met. I'll kill you, James! Ach du Scheiße, Eddie dreht durch. Jetzt will er uns auch töten. Ja, genau, guck. Ich glaube, das sind Gewehrpatronen, oder? Ja. Du kranker Bastard. Ja, super. Eddie? Haben dich meine Schüsse getötet? Eddie? I killed a human being. Human being. Er hat's verdient. Mary. Did you really die 3 years ago? Ja, das wäre logisch, ne? Das wollte ich nicht. Ich dachte gerade, ich hätte Schaden bekommen. Oh ne. Uns geht's noch verdammt gut. Und wir sind endlich draußen. Aus dem Gefängnis. Das war bisher das größte Gebäude, aber das war nicht das letzte. Jetzt kommt das letzte. Zumindest nach der Section hier. Das ist nämlich jetzt Blutfahrt. Aha, und das steuert sich auch super. Obwohl, ich glaube, so schlimm war das gar nicht. Du musst halt einfach nur da ich so ein Licht und dem musst du folgen. Also jetzt steuere ich es offensichtlich noch nicht. So, dann kommt man damit auch gar nicht weiter.
Karte, oder? Wir müssen zum Hotel. Ja, zum Lakeview Hotel. Ich weiß auch gar nicht, wo wir jetzt überhaupt sind. Das wird anscheinend auch nicht markiert. Ugh. Man sollte sich ja auf jeden Fall verirren, ja. Ey, das ist so kacke. Das ist echt das Schlechteste hier, muss ich ehrlich sagen. Die Bootsfahrt. Man weiß auch gar nicht, wo man hin soll. Man muss halt raten. Ich will hier nicht so viel Zeit verschwenden.
hat. Dann gehen sie mal im Hotel. Das ist das letzte große Gebäude. Und da findet auch das Ende statt. Nochmal so am Rande. Ich hoffe, ich finde da auf jeden Fall schnell den Save Point, weil sonst muss ich die Uhrzeit nochmal machen. Die Sorge hat sich in den 3 Jahren überhaupt nicht verändert. Als einziges hat der sich nicht verändert, ne? So klar. Natürlich nicht die Welt Sinn. Warum denn noch nicht? Weil ich glaube, hier konnte man direkt was finden. Man muss nämlich 3 Spieldosen finden und hier liegt halt eine. Das war, glaube ich, auch die, wo ich am längsten gesucht habe. Die liegt einfach da draußen. Ah, schickes Hotel, ne? Ah, ich meine, das sieht wirklich noch schick aus. Schon mal vieles im Voraus. Da ich sehr weiß, deswegen gibt es den Vorteil. Ich glaube, hier gab es den Safe Point. In der Tat. Aber erstmal tun wir hier die eine Spieldose einsetzen. Das ist ja nur eine von 3. So. War ich echt gerne eine Karte, ne? Ich weiß nicht, wo ich jetzt hier, wo jetzt wieder der eine. Doch, oder? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube, das war hier. Warte, hier ist eine Karte. Gibt es her. Waiting for you, ja. Zimmer 312, das ist das Zimmer, das Mary und ich bewohnten. Mary, bist du hier? Oder vielleicht? Ich habe eine Karte des Hotels. Für Gäste. Wir müssen ins Zimmer 312. Oh, ich bin so dumm. Haben wir. Kommen wir den Schlüssel nicht sogar irgendwo in den Zimmer für den. Für das. Dann brauchen wir doch den Schlüssel. Toll. Ach doch, ich weiß, wo man den bekommt. Ich habe irgendwie so eine Cafeteria. Ah, jetzt habe ich doch gerade die Karte. Moment. Lobby, Gift Shop, Reception, Restaurant. Ah, okay. Ich glaube, wenn mir dann die Katze hinter Triggern kommen, kommt Monster. Das ist safe. Und was das für Monster sind, das wird auch ganz interessant zu sehen. Ich sag mal so. Den haben wir schon mal vor im letzten Part gesehen. Die Betonung liegt auf den. Mach einfach hier rein. Ja, ups. Did I scare you? Yeah, you did. Thank you.
aren't you, James? Well, have you? No. Is that why you're here, too? She's here, isn't she? If you know where she is, tell me. I'm tired of walking. I wish I knew. But she said it in her letter. What letter? Wanna read it? But don't tell Rachel, okay? Who's Rachel? She was our nurse. I took it from her locker. Da steht, glaube ich, einfach nur drin, dass Brief Laura gibt und einfach James dann geben soll. Oder sowas. Ja. Dass sie den Brief an James geben soll. Laura, how old are you? I turned 8 last week. So, Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. That's why I'm here. Maybe you'll get it if you see the other letter. The one, Mary. Huh? I must have dropped it. Laura. I've got to find it. Laura! Natürlich hat sie den verloren. Und hier gibt es noch einen Schlüssel. Den Fischschlüssel. Der ist auch ganz schön wichtig. Ja, genau, jetzt laufen sie alle rum. Keine Lust. Ich würde aber gerne sagen, was dort draußen rumläuft. Und zwar Abstract Daddies. Der Bosskampf aus dem letzten Part, den wir da hatten. Die laufen jetzt überall rum. Aber das wäre es dann auch wieder mit dieser Folge von Silent Hill 2 und ciao.